Hallo und willkommen zurück, meine Wie lieben kann ich Rollenspiel- zu und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Okay, wir haben mit den beiden geredet, die wollen Beweise haben, dass der Kreuzzug böse ist. Oh ja, wozu? Gibt einfache Möglichkeiten. Ich meine, immer dran denken, wir spielen einen bösen Charakter. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal Dawn und Nera wieder. Dann gehen wir zurück. Und zwingen die beiden mit Gewalt weg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nebenbei kann uns Glint noch was sagen. Yes, that should do it. What? Oh, I didn't see you there. Well, I did. Obviously I did. I'm talking to you. I must have. But it took me a while. Sorry. What were we talking about? Ja, wenn ich das Spiel irgendwann nochmal spiele, dann nehme ich Glint mit und guck mal. Was seine Quest ist, aber hier jetzt. Worum geht es diesmal? Shadows draw around thee. Remain on thy guard. The hero of Baldur's Gate deigns to speak with me. I am honored. Ja, ich könnte einen Halbbock wirklich in meiner Truppe brauchen. Ja. So. Thy called. Aye. Thou wouldst have me leave thy company? So, ich möchte, dass ihr beide wartet. What is this? You do not want Minsk's sword in your service? You yeah, know Boo will not remain with you if I leave, yes? Hey! Exciting times, huh? About time you asked! Let's so. Do this! Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Wir sind wieder vollzählig. Oh. Ah, stimmt. Die Behälter und so weiter und Questgegenstände sind jetzt alle irgendwie bei mir gelandet. Das ist der Behälter von Nera. Dann kommen die beiden zu Dawn. Ganz ehrlich, die Sachen können wir auch mal in den nimmervollen Beutel stecken. Obwohl es eigentlich Questgegenstände sind, die horten wir bei Corvin. So. Gut. Das heißt, wieder raus aus dem Lager, nochmal zurück zum Fluss. Und da müssen wir zum Pass des toten Mannes. Wie ihr wünscht. Thank you.
army can't march forever. We've got to rest. So. Es gibt vieles, worüber ich nachdenken muss. Ich möchte allein sein und über Worte nachzudenken. Even you surface dwellers have to sleep. I wonder if birds ever die of old age while they're flying and fall right out of the sky. Ich frage mich, ob Vögel jemals an Altersschwäche sterben, während sie fliegen und dann einfach vom Himmel stürzen. Ich habe etwas, das ihr sehen solltet, Julian. Where is that nice witch of yours? I was so enjoying speaking to her. Wo ist eure nette Hexe? Unsere Gespräche haben mir sehr gefallen. Ich weiß, sie ist gerade nicht da. I really think she should be, don't you? Not that I don't trust you. But you know what fish say. Better the pond you know than the lake you don't. Ich denke, das wäre besser, ihr nicht? Es ist ja nicht so, dass ich euch nicht vertraue. Aber ihr wisst ja, was die Fische sagen. Von zwei Seen wählt man besser den, den man schon kennt. Ich habe nicht die Zeit, sie zu euch zu bringen. Ihr müsst euch jetzt die Beweismittel ansehen. What is this? Ah, Heffernans Ritualnotizen, die haben wir sogar. Notizen über ein Ritual, das von Heffernan entwickelt wurde. Er wollte eine untote Armee erstellen. What? No, I don't believe it. Was? Nein, ich kann das nicht fassen. Anyone could have written these papers. A squirrel even. I met a talking squirrel in a taproom once. It could happen. Jeder hätte diese Dokumente schreiben können, selbst ein Eichhörnchen. Ich bin mal in einer Schankstube auf ein sprechendes Eichhörnchen getroffen. Es ist nicht unmöglich. Ihr sucht nach einer Ausrede, um die Beweise zu ignorieren, die sich vor euren Augen befinden. Helft mir, Riga, bitte. Jolene, you must trust this one. The other witch and her berserker trusted him. And so do I. Julian, ihr müsst diese Person vertrauen. Die andere Hexe und ihr Berserker tun das auch, und ich ebenfalls. Of course you're correct, my little beetles. What was I thinking? I don't know, truly. We shall leave this place at once, Riga. Natürlich, habt ihr recht, meine kleinen Käfer. Was habe ich mir nur dabei gebracht? Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden diesen Ort auf der Stelle verlassen, Riga. Vielleicht solltet ihr nach Hashim zurückkehren und um Rat für eure Reise bitten. Viel Glück auf euren Reisen. Hoffentlich werdet ihr es nicht brauchen, aber wenn ich Glück hat, noch niemandem geschadet. Endlich kann ich mich wieder meiner Aufgabe widmen. Onward then. Thank you again, dear ones. Do take this as thanks. Riga has a splendid new weapon, and we've been logging this one around for weeks. Think of me when thou lookst upon it. Not that thou wouldst forget, I am sure. Dann los. Nochmals vielen Dank, meine Lieben. Nehmt dies bitte als Dank an. Riga hat eine tolle neue Waffe und wir schleppen diese hier schon seit Wochen mit uns herum. Denkt an mich, wenn ihr sie seht, auch wenn ihr uns sicherlich vergessen würdet. You're good people. I like to see that. Especially in Children of Murder Gods. Okay, wir haben unseren Ruf schon wieder verbessert. Haben dafür aber eine Drachenklinge erhalten. Bei Zörn erhöht sich die Chance auf einen kritischen Treffer um 10%. Berserker, Barbaren und Rashimi-Krieger. Kampffähigkeiten. Er teilt zusätzliche 2W4 Punkte Kälteschaden und verlangsamt das Ziel für eine Runde. Bei kritischem Treffer. Zweihändiges Schwert. Dorn. Was macht der Rand der Welt nochmal? Ist einfach nur eine +3-Waffe. So. Ja, ich werde mich im Hand umdrehen, Altruism is going to get us all killed. Gut, dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Zur Schlucht des toten Mannes. This is the most fun I've had in weeks. Und ja, man merkt halt einfach, dass egal was ich tue, ich zu viel guten Ruf bekomme. Oh, Spinnies. Your last is mine. Take it like a champ. Your life is mine. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht ihr braucht nur zu fragen. Das waren Spinnies. If I understand you correctly, then, you are willing to surrender your troops and abandon Dragonspear Castle. All we have to do is give you the ball spawn.
Wenn ich euch richtig verstehe, seid ihr bereit, eure Truppen zurückzuziehen und Burg Drachenspeer zu verlassen? Wir müssen euch nur die Balbrut geben. You better not be considering this offer, Delancey. We all know you're a coward. Don't be a traitor too. Ihr solltet dieses Angebot besser nicht in Betracht ziehen, Delancey. Wir alle wissen, dass ihr ein Feigling seid. Seid nicht auch noch ein Verräter. You understand my position then. I need the child of Baal, but only for a short time. I shall return them safe, unharmed, within the week, and disperse my troops from Dragonspear Castle. Dann versteht ihr meine Position. Ich brauche das Kind von Baal, aber nur eine kurze Zeit. Ich werde es innerhalb einer Woche sicher und unversehrt zurückbringen und meine Truppen vom Burg Drachenspeer abziehen lassen. I only intended to clarify the offer, Stonehand. No need for accusations. Ah, there you are. We've only just started negotiations. Ich wollte lediglich das Angebot klären, Steinhand. Anstrengungen sind nicht nötig. Ah, Benno, da seid ihr ja. Wir haben gerade erst mit den Verhandlungen begonnen. Geht voran, dann macht unbedingt weiter. Geht es voran, das kann nur blutig enden. Kelas Licht wird für alle Zeit ausgelöscht. Hervorragend, ich habe Kela erfolgreich herausgelockt. Nun beseitigen wir sie und der Kreuzzug ist erledigt. Geht es voran? Ich denke, es gibt einige vielversprechende Wege, die wir erkunden können. She wants you. She says she'll disband her army and surrender if you go with her. Sounds too good to be true, doesn't it? Sie will euch, Benoir. Sie sagt, sie wird ihre Armee auflösen und sich ergeben, wenn ihr mit ihr geht. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Listen to me. The lost souls of the Dragon Spear dead need a hero. That hero is you. Join me, and together we shall liberate the souls trapped in the Nine Hells. Hört mir zu, Benoir. Die verlorenen Seelen derer, die in den Drachenspeerkriegen gefallen sind, brauchen einen Helden. Dieser Held seid ihr. Schließt euch mir an und gemeinsam werden wir die Seelen befreien, die in den Neuen Höllen gefangen sind. Das ist ein gutes Argument dafür, euch zu unterstützen. Ich gebe zu, dass ich es erwäge. Ihr habt etwas vor, Kela. Wenn es so einfach wäre, hättet ihr nur meine Hilfe gebeten, anstatt eine Armee zusammen zu trommeln und Attentäter auf mich zu hetzen. Ich kann mich euch in den Höllen anschließen, Kela, aber ich werde niemals an eurer Seite stehen. Nehmen wir mal die zwei. You know nothing of me, Godling. You have no idea of the compromises I've made, the people I lost to stand here today. If you did, you would not be so quick to condemn me. Ihr wisst gar nichts von mir, kleine Gottheit. Na, wie nett. Ihr habt keine Ahnung, welche Kompromisse ich eingehen musste, welche Menschen ich verloren habe, um heute hier zu stehen. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr mich nicht so schnell verurteilen. I told you, my lady. Boroskir Bridge was an omen. This person cannot be trusted. You cannot rely on them to do the right thing. Ich hatte es euch gesagt, meine Dame. Die Eberfellbrücke war ein Omen. Dieser Person kann man nicht trauen. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass sie das Richtige tut. Please, there's no need for such inflammatory language. We're all working toward the same end here. Bitte, so aufrührerische Worte sind nicht notwendig. Wir arbeiten hier alle auf dasselbe Ziel hin. Unpalatable compromises must sometimes be made for the greater good. Manchmal muss für ein höheres Ziel unangenehme Kompromisse angegangen werden. I agree with Delancey. Ich stimme Delancey zu. You what? Was? Oh, don't waggle your finger at me, Nederlock. You've got troops to spare. My militia's 50 souls strong, and I know them all by name. I know their families. Daggerford answered the call, but do any of you care about us? The hills you do. Es kommt bloß nicht mit der um dem Zeigefinger daher, Nederlock. Ihr habt noch Truppen übrig. Meine Miliz ist 50 Seelen stark und ich kenne sie alle mit Namen. Ich kenne ihre Familien. Durchfort ist im Ruf gefolgt, aber interessiert sich einer von euch für uns? Nicht im geringsten. Use your brains, both of you. We can't agree to this. The reports from Baldur's Gate said someone paid for the hero's blood on a sword. Now Kalar wants the hero under her control. I don't like it. Schaltet euch mal euer Gehirn ein, alle beide. Wir können uns nicht darauf einlassen. Die Berichte aus Baldur's Truppe sagen, dass jemand für das Blut des Helden an einem Schwert zahlte. Nun wie Kela den Held unter ihrem Kommando, das gefällt mir nicht. Someone in Baldur's Gate paid for the Ballspawn's blood? Why? Heffernan, what can this mean? Jemand in Baldur's Tor hat für das Blut der Balbrut bezahlt. Warum? Heffernan, was hat das zu bedeuten? Calm yourself, my lady. It is likely a coincidence. Unrelated to our plans. Appeal to the child of Baal. Make him understand the importance of cooperation. Beruhigt euch, gnädige Frau. Das ist vermutlich nur ein Zufall, der nichts mit unseren Plänen zu tun hat. Wendet euch an das Kind von Baal. Macht ihm die Bedeutung seiner Mithilfe klar.
Wenn es hilft, diesen Wahnsinn zu beenden, werde ich Kayla begleiten. Normalerweise bin ich für eine Zusammenarbeit, aber ich glaube nicht, dass ihr mir alles erzählt habt. Ich komme nicht mit euch. Waren die Ränke der Nekromanten, denen ich in den Ruinen unter Drachenspeer begegnet bin, auch ein Zufall?